Alarm! Alarm! Lex Luger, we got a date! Der eine Pistole trägt. Hey, ich bin's. As long as a single one of us stands, we are legion. Aloha und herzlich willkommen zu Radio Zockerbude, dem magazinartigen Podcast hier auf meinem Kanal. Die letzte Ausgabe dieses Jahr, die Ausgabe Dezember im Jahre des Herrn Cthulhu im Jahr 2014. Die Themen heute als Hauptthema Pen-and-Paper-Rollenspiele. Das kommt einfach daher, dass ich, seit ich angefangen habe, die Vergessenen Reiche-Videos zu machen, werde ich immer wieder danach gefragt, wie denn meine Meinung zu Pen-and-Paper ist und ob ich das schon mal gespielt habe. Ich sag's gleich vorweg, ich habe Pen and Paper in meinem Leben bislang ein einziges Mal gespielt und über dieses erste und einzige Mal werde ich euch nachher ein bisschen was erzählen. Außerdem Soundtrack-Review dieses Mal aus dem Hause Quintet mit Illusion of Time. Repko war für euch im Kino und erzählt euch nachher was über den Film Interstellar und auch ich lasse es mir nicht nehmen, wieder eine Film-Review zu machen, bloß ich mache diesmal ein bisschen was anderes, als ich es sonst an dieser Stelle tue. Und zwar gehe ich die Film-Review diesmal so an, wie ich es damals getan habe mit Dragon Ball GT in der allerersten Folge von Radio Zockerbude und zwar mit der Frage, ist Ninja Turtles 3 wirklich so schlecht, wie immer alle sagen? Und schlussendlich bei der Zuschauerfrage rede ich ein bisschen was über die Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Die habe ich nämlich inzwischen durchgespielt und kann dazu nun auch mal ein Statement abgeben. Bevor wir aber loslegen, lasst uns noch kurz das Jahr 2014 Revue passieren. Was meinen YouTube-Kanal betrifft, so sind dieses Jahr zwei große Videoreihen zu Ende gegangen, die Vergessenen Reiche und Secret of Mana und auch die ABC-Reihe ist nicht mehr so weit entfernt davon fertig zu sein, allerdings die letzten beiden Sachen, da werde ich wahrscheinlich doch noch ein bisschen Zeit für brauchen, also geplant sind die schon, ich muss quasi nur noch irgendwann mal umsetzen. Ich habe dieses Jahr auch wieder mehr Videospiele gespielt als in den Jahren davor. Ich war mal eine Weile eher raus und habe mich fast nur noch auf Videomachen konzentriert. Dieses Jahr habe ich mal wieder einfach ein bisschen mehr an sich gespielt, ohne gleich daran zu denken, hey, das muss ich noch irgendwie auf YouTube bringen oder sowas. Also vor allem viele gute Point-and-Click-Adventures. Machinarium, Memoria, The Night of the Rabbit, was eins der besten Point-and-Click-Adventures war, die ich überhaupt gespielt habe. Das war einfach von Grafik, Atmosphäre, Musik und in vielerlei Hinsicht auch sehr guten Rätseln. Ich weiß, es ist zum Teil umstritten, gerade was den eher harmlosen Humor angeht, weil Adventure heutzutage müssen ja immer bissig sein und was weiß ich. Aber ich fand, das war gerade dieses eher harmlose, war mal eine sehr, sehr angenehme Abwechslung. Night of the Rabbit war für mich sozusagen das Anti-Deponia, weil mit Deponia kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich finde den Hauptcharakter zum Kotzen und ich weiß, der soll unsympathisch sein, bloß es funktioniert halt nicht. Ein unsympathischer Hauptcharakter à la Simon the Sorcerer muss trotzdem noch genug Charisma haben, dass man für ihn ist, dass man ihn spielen möchte. Das hatte Deponia überhaupt nicht. Plus Deponia hat eine furchtbare Klangkulisse. Einfach total nervtötend. Nervtötend und langweilig zugleich, das muss man erstmal schaffen. Aber ich glaube, das beste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe, war Heroine's Quest. Und ich weiß, das ist nicht mehr so neu. Das ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Das ist ein Fan-Spin-Off der Quest for Glory-Reihe. Und ist auf jeden Fall auf Augenhöhe mit dem, was es versucht zu imitieren. Und das kommt eher selten vor. In mancherlei Hinsicht übertrifft es sogar die Quest for Glory-Reihe. Quest for Glory hatte zum Beispiel immer das Problem, dass das Kampfsystem immer furchtbar nervig, kompliziert und umständlich war. Und Heroine's Quest hat ein sehr gutes Kampfsystem. Ist nur an manchen Stellen leider ein bisschen kryptisch, aber Heroine's Quest ist so ein Ding, das hebe ich mir auf jeden Fall mal noch irgendwann für eine Review auf, weil das Spiel fand ich wirklich grandios. Und das muss ich auch ein bisschen mehr erzählen dazu. Das enttäuschendste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe, war auch ein Point-and-Click-Adventure und das war El Amo and the Last Dutchman's Mine. Das ist ein Spiel von den Leuten, die die King's Quest Remakes gemacht haben. Und diese drei King's Quest Remakes, die sind fantastisch. Also was Remakes angeht, ist das immer so eins der Musterbeispiele dafür. Die alles, was das Original gut gemacht haben, beibehalten, aber noch erweitern und modernisieren. Und diese ersten drei Teile sogar noch storymäßig besser miteinander verketten, als es die Originale getan haben. Und diese drei King's Quest Remakes, die gibt es zum kostenlosen Runterladen und die Macher haben sich damit quasi einen Ruf aufgebaut für weitere eigene Adventure. Und das erste eigene Adventure, was die gemacht haben, ist El Amo and the Lost Dutchman's Mine, meine Güte, was für ein Titel.
dementsprechend hoch waren da natürlich auch meine Erwartungen. Und allein das Setting fand ich schon recht originell, also ein Point-and-Click-Adventure in den Wilden Westen zu bringen und das Ganze auch humoristisch aufzuziehen, warum nicht? Das könnte durchaus interessant werden, aber das Problem war, dass der Humor ein bisschen mit ihnen durchgegangen ist und dadurch verdammt unlustig wurde. Das liegt für mich in dem Fall vor allem an dem Erzähler. Hier muss ich nochmal kurz auf die King's Quest Remakes zurückkommen. Das Beste an diesen Remakes war vor allem der Erzähler. Der hatte eine gewisse sarkastische Ader, aber nicht zu übertrieben. Der blieb weiterhin sehr gut in seiner Erzählerrolle und hat immer mal so ein bisschen seine Kommentare nebenher abgegeben. Aber das war clever und subtil genug. Subtil ist das falsche Wort, dezent genug. Passt, glaube ich, eher. Es war nicht, jede Textbox muss jetzt irgendwie ein Brüller sein, aber hin und wieder mal hat das Ganze auf jeden Fall aufgewertet. Und man hat sehr deutlich gemerkt, dass man bei El Emo das Ganze in eine ähnliche Richtung machen wollte und es ist komplett nach hinten losgegangen, weil die es da einfach übertrieben haben an der Stelle. Also das Spiel beginnt und man kann halt mit einem der Icons, mit dem Anschauen-Icon, guckt sich verschiedene Sachen im Bild an und man klickt auf irgendwas und dann der Erzähler in einer komplett übertriebenen, ich bin jetzt lustig, komme die Stimme, oh, wir klicken als erstes auf einen Stein, mein erster Job als Erzähler und ich muss einen Stein erklären und sowas. Und die, ach Gott, ja, nicht mein Humor, überhaupt nicht. Das hat mich zu schnell genervt und ich habe es relativ schnell bleiben lassen. Also El Emo habe ich nur eine Stunde gespielt und musste ich abbrechen, weil ich es einfach nur furchtbar unlustig fand und sehr gezwungen. Es ist wie, weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt, also ich kann das aus meiner Schulzeit noch, weiß ich noch, wie es ist, wenn man auf dem Schulhof mit seinem Grüppchen, mit seinen Kumpels rumsteht und einer reißt einen guten Joke und alle lachen und es ist gute Laune und du hast immer diesen einen Typen dabei, der versucht noch einen draufzusetzen und den irgendeinen dummen Spruch noch extra bringt und damit auf einen Schlag die ganze lustige Stimmung killt. Na gut, genug davon, das war ja schon fast wieder eine kleine Mini-Review dafür. Den besten Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, war Coraline und ich weiß, der ist auch von 2007 oder so, das ist auch nicht mehr der neueste Film. Coraline habe ich um Halloween rumgeguckt, wurde mir empfohlen und toller Film, fand ich wunderbar. Das Einzige, was mich an dem Film gestört hat, hat nichts mit dem Film an sich zu tun, aber ab 6 Jahren freigegeben? Ernsthaft? Das ist wieder so ein schönes Beispiel, wie hölzern und kurzsichtig diese freiwillige Selbstkontrolle ist im letzten Endes. Coraline ist nicht brutal, nicht gewalttätig und es ist auch nicht versaut in irgendeiner Art und Weise, also ist es auf jeden Fall für Kinder geeignet, ungeachtet dessen, dass dieser Film verdammt gruselig ist. Zumindest dafür für einen ab 6-Jährigen quasi. Ich kann mir vorstellen, wenn ich den Film selbst noch mit 10 oder 11 Jahren geschaut hätte, wären nach ein paar schlaflose Nächte bei mir rausgekommen. Also ab 10 wäre Minimum gewesen, ab 6 auf keinen Fall. Und natürlich die wichtigste Kategorie in so einem Jahresrückblick. Welches war das beste Wrestling-Match in der WWE dieses Jahr? Ja, das muss natürlich sein. Und da haben wir auf der einen Seite von Elimination Chamber im Februar The Shield gegen die Wyatt Family, 3 gegen 3. Bei dem Match hat einfach alles gepasst. In-Ring war es klasse, die Storyline war super und das hatte ein richtiges Big-Time-Feeling. Und wenn man noch ein Match nennen möchte, was jetzt 1 gegen 1 ist, ein bisschen traditioneller im Wrestling, dann würde ich sagen Cesaro gegen Sheamus bei Night of Champions um den US-Titel. Das Match war einfach grandios und es war einfach schade, dass es keine Story hatte im Endeffekt. Es war nur dieses Match, aber das, was es war, war super. Ich habe jetzt auch kürzlich angefangen, regelmäßig NXT zu schauen. Auch da kam einiges Gutes zusammen, aber noch nichts, was jetzt diese beiden anderen Matches übertroffen hätte. Jedenfalls geht's gleich um das Top-Thema Pen & Paper. Das war, glaube ich, die längste Einleitung für Radio Zirkelbude, die ich je gemacht habe. Aber bevor ich über Pen & Paper rede, noch Musik aus Donkey Kong Country, Fear Factory.
Paper, Stift und Papier. Und für alle Leute, die erstmal nicht wissen, was damit überhaupt gemeint ist, das Pen-and-Paper-Rollenspiel, das ist immer schwer zu beschreiben. Also im Grunde genommen, es treffen sich mehrere Leute, davon ist einer der Spielleiter und der erzählt quasi eine Geschichte. Und die anderen, die mitspielen, übernehmen eine eigene Rolle, die sie sich ausgedacht haben und interagieren mit den anderen Mitspielern und mit dem Spielleiter und in deren Fantasie entsteht dann quasi diese Geschichte, die sie zusammenspielen, ein Rollenspiel eben. Und da dabei auch Sachen wie Fähigkeitspunkte und Kampfsysteme und sowas eine Rolle spielt, wird dabei gewürfelt und Werte aufgeschrieben und deswegen Pen and Paper. Wenn ihr genaueres wissen wollt, ich habe mal vor einiger Zeit einen Radiobeitrag über Pen and Paper gemacht, der schwirrt irgendwo auf meinem YouTube-Kanal rum und wenn ich dran denke, packe ich euch auch einen Link in die Beschreibung. Und wie ich am Anfang schon angedeutet habe, ist das eine Sache, nach der ich gefragt werde, seit ich die Vergessenen Reiche behandelt habe. Und zwar, wie steht's denn mit mir und Pen and Paper? Was ist denn meine persönliche Erfahrung damit? Denn letztendlich gehen alle diese Videospiele, die ich in meiner Reihe bespreche, darauf zurück. Und da muss ich dann mal leider sagen, so viel Erfahrung habe ich damit gar nicht. Ich habe es bisher nur ein einziges Mal gespielt. Aber wenn ihr das gerne hören wollt, dann welche Situation wäre besser als hier bei Radio Zockerbude, wo ich ein bisschen über sowas erzählen kann? Ich habe leider nicht diese crazy Stories, die Spoony, einer der amerikanischen Videomacher, zu bieten hat. Der hat ja seine Videoreihe Counter Monkey, die ich sehr schätze, in der er quasi wie ein Vlog einfach nur vor der Kamera sitzt und seine Pen-and-Paper-Abenteuer erzählt. Und das sind meistens ziemlich witzige Stories. Angefangen hat das eigentlich damit, dass ich mit zwei Mädels gechattet habe, die bei dem Final Fantasy VIII Hörspiel damals mitgesprochen haben. Und das waren die Sprecherinnen von der Quistis und der Shu aus Folge 3, weil die Sprecher haben bei mir ja mal öfters gewechselt. Das konnte ich leider, deswegen geht das Hörspiel auch nicht weiter, weil ich ständig Sprecher wechseln müsste. Jedenfalls, die beiden, mit denen habe ich mich dann noch ein bisschen unterhalten und die sind beide sehr große Pen-and-Paper-Rollenspiel-Fans oder Spieler oder wie auch immer und haben mich gefragt, ob ich nicht auch gerne mal mitspielen möchte und ich habe gesagt, ich wollte es eigentlich schon immer mal ausprobieren, also warum nicht? So habe ich zumindest schon mal zwei Leute, die ich kenne, weil ansonsten, wenn man quasi alleine irgendwo mit dann in eine andere Gruppe einsteigt, ist man erstmal der Fremde und es ist ein bisschen komisch und das ist mir lieber, wenn ich zumindest schon mal jemanden kenne, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Also bin ich ein Wochenende lang nach Dortmund hochgefahren, weil dort die ganze Sache stattfinden sollte. Von der Stadt an sich habe ich nicht viel gesehen. Wir waren meistens dann bei den beiden Mädels und haben dann halt dieses Rollenspiel vorbereitet, weil ich musste mir ja auch mal einen Charakter erstellen. Da habe ich dann auch mal mitbekommen, wie viel komplizierter und umfangreicher das eigentlich ist im Vergleich zu dem, was man so vom Computerspielen gewöhnt ist. Was ich natürlich noch dazu sagen sollte, welches Spiel wir überhaupt gespielt haben. Also es waren leider nicht die Vergessenen Reiche, das ist ja das, womit ich mich letztlich auskenne, sondern das Schwarze Auge. Das Schwarze Auge ist ein in Deutschland erfundenes Pen-and-Paper-Rollenspiel. Repko ist immer sehr stolz darauf, dass es aus dem Schwabenland kommt. Und das ist hier in Deutschland auch so ziemlich das populärste Setting, was es gibt. Also noch populärer als alles, was so aus dem Amiland kommt, wie eben Vergessene Reiche, Planescape und was es da noch so alles gibt. Das Schwarze Auge kannte ich vorher auch nur durch ein Computerspiel. Es gibt auch mehrere Computerspiele zu das Schwarze Auge. Das, was ich kannte, ist die Schicksalsklinge. Das ist ein recht altes und ziemlich schwieriges Spiel für PC und Amiga. Auch ein Rollenspiel, bei dem man sich eine Gruppe erstellt und dann loszieht und durch Dungeon geht und wie auch immer. War aber kein schlechtes Spiel, aber ein Tick zu schwer, gerade für mich damals. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, wie ich heute damit klar käme. Damals bin ich quasi sofort beim ersten Kampf meistens draufgegangen. Nun ging es also darum, mir einen eigenen Charakter zu erstellen. Ich habe mir angeschaut, was ich da so zur Auswahl habe und habe mich für die Klasse des Seemanns entschieden. Ich weiß auch nicht, das hatte irgendwie was ich noch nicht gespielt habe in anderen Rollenspielen sozusagen. Einfach einen Seemann, weil der hat auch so schöne Stärken und Schwächen. Der ist einerseits ziemlich geldgierig, so piratenmäßig. Andererseits ist er auch irgendwo wortgewandt, zwecks Seemannsgarn und sowas. Und das hat mir irgendwie zugesagt. Und meine Figur hieß Halvar die Schlange. Also wer sich schon mal gefragt hat, warum das in manchen Videos fällt der Name Halvar und daher kommt das. Das ist quasi meine Figur, die ich damals in Pen and Paper gespielt habe. Ich habe mich für Halvar entschieden. Der ist benannt nach dem Vater von Vicky, dem Wikinger, falls jemand noch diese alte Anime-Serie aus den 70ern kennt, bei denen die Leute immer sehr überrascht sind, wenn man ihnen sagt, dass die aus Japan kommt, weil viele denken, das ist einfach eine deutsche oder irgendwie nordische Trickfilmserie und sie sieht
Das ist halt so ungewohnt für ein Anime. Die alten Animes sehen halt wirklich komplett anders aus, als man es heute gewöhnt ist. Jedenfalls geht es da um Wikinger und der Vater der Hauptfigur heißt Halvar. Und ich fand, Halvar ist ein cooler Name und er hat auch ganz gut gepasst, weil ich A, einen Seemann spiele und B, weil das schwarze Auge schon, sag ich mal, einen nordischen Anstrich hat, so vom Setting her. Also da gibt es halt auch viele Seefahrer und die sogenannten Torvaler, was halt tatsächlich sowas wie Wikinger sind im Endeffekt. Und die Schlange habe ich mir daher überlegt, dadurch, dass mein Charakter eben sehr gut darin ist, Seemannsgarn zu spinnen, dachte ich, ist ein cooler Beiname, der mehr aussagt als das, was es letztendlich ist. Das fand ich irgendwie eine nette Idee. Also mein Charakter wird immer herumgehen und erzählen, dass er eine riesige Seeschlange mit bloßen Händen erwürgt hat und dass es eine riesige Heldentat wäre. In Wahrheit ist er eigentlich nur irgendwann mal am Strand über eine Alge gestolpert oder sowas. Und das spielt dann direkt in meinen Charakter rein. Als ich meinen Charakter erstellt habe, habe ich mir überlegt, ich wollte gerne so eine Art Mr. Satan-Charakter spielen. Also jemand, der unfassbar gut lügt, sich aus jedem Mist rauslügen kann, aber wenn es da wirklich darum geht, mal zu kämpfen, eigentlich eine ziemliche Lusche ist. Fand ich irgendwie interessanter. Und gerade wenn es um so Rollenspiele geht, dann spiele ich lieber diese Figuren mit den sozialen Skills. Finde ich interessanter als reines Gekämpfe. Die Gruppe, der ich mich angeschlossen habe, weil das war schon eine feste Gruppe, und mit den beiden Mädels, die ich da kennengelernt hatte, es war bereits eine Fünfergruppe. Und da kam ich jetzt noch neu dazu und diese Gruppe war aber schon eine Weile unterwegs, die waren allesamt schon auf Level 10 und das ist gerade für Pen and Paper schon ein recht hohes Level. Das heißt, die mussten mich da ein bisschen anpassen. Ich glaube, ich durfte mich auf Level 9 dann von Anfang an hochleveln. Und Junge, das hat ganz schön Zeit gebraucht, weil auf das Regelwerk haben die mitunter gepocht. Das war jetzt nicht so Pi mal Daumen, naja, bei Level 9 wärst du jetzt hier und hier mit den Punkten irgendwie. Na, ich musste jedes Level, alle Werte schön einzeln auswürfeln. Habe ich mir einen guten Nachmittag für Zeit genommen und das Ganze dann mal gemacht. Ich habe meinen Charakter also entsprechend meines Planes hochgelevelt, was ich mir so vorgenommen habe. Das heißt, ich habe dann für jedes Level-Up so viele Punkte, wie ich konnte, in Lügen gesteckt und war dann ein ausgezeichneter Lügner auf Level 9. Und nicht nur an sich Lügen, sondern ich habe auch so viele Fremdsprachen gelernt, wie ich konnte. Das heißt, ich konnte dann fließend goblinisch, orkisch, trollisch, die Drachensprache etc. und sowas alles. So gut gelevelt, dass ich zumindest fließend sprechen kann. Das heißt, ich konnte mich quasi in fast allen Sprachen aus jeder Situation herauslügen. Nur das Dumme ist, wenn es dann tatsächlich mal zu einer Kampfsituation kommt, dann muss ich mir halt was überlegen, dann musste ich kreativ werden, aber so wollte ich das auch. Und ich habe damit auch der Spielleiterin einige Kopfschmerzen bereitet, denn wann immer sie die Gruppe in irgendwelche Bredouillen bringen wollte, konnte ich dann mit Hilfe meines Lügenwertes und man macht ja dann so einen Lügencheck, man würfelt dann und muss sehen, okay, funktioniert meine Lüge, und da meine Werte so gut waren, hat das eigentlich so gut wie immer geklappt. Das heißt, die meisten dieser Random-Encounter, die sie uns dann entgegenwerfen wollten, fanden dann oftmals gar nicht statt. Von der Geschichte her war es jetzt nichts Besonderes. Also diese Gruppe hat zum Beispiel auch nie diese großen Epen versucht zu spielen, sondern es war einfach nur eine Gruppe, die durch die Welt gezogen ist und hier und da kleinere Abenteuer erlebt hat. Also die sind nicht die Welt retten gegangen, sondern halt mal hier ein Dorf, in dem das und das passiert ist. In der Geschichte, in der ich dann mitgespielt habe, ging es, glaube ich, um eine verzauberte Bürgermeistertochter, die von einer Hexe in eine Katze verwandelt wurde. Und wir hatten den Auftrag, die dann zurückzuverwandeln und sind dann dafür quasi einmal quer durchs Land marschiert, die Hexe zu finden und dann irgendwie den Gegenzauber und was weiß ich. War eine nette kleine Story und hat großen Spaß gemacht. Und es war auch sehr angenehm, dass diese Gruppe nicht darauf ausgelegt war, die Welt zu retten und sowas, sondern die hatten einfach eine gute Zeit, sag ich mal. Die haben auch Charaktere gespielt, über die man gut lachen konnte. Also es war auch nicht so bierernst, es war keiner dabei, der jetzt, ich bin ein Priester des Gottes des Todes und ich gehe dahin, wo der Tod ist und ja, langweilig. Nein, wirklich originelle Charaktere, die sich selbst ernst nehmen, aber auf eine Art und Weise, die irgendwie lächerlich ist. Und das hat einfach einen Riesenspaß gemacht so. Und da hat auch mein Charakter dann ganz gut reingepasst. Mein Favorit war der Anführer der Gruppe, das war ein Paladin. Und zwar die Sorte von Paladin, der auch nur eine große Klappe hat und immer Recht und Moral predigt, aber dann heimlich eigentlich auch nur ein mieses Arschloch ist. Der war auch klasse und vor allem war auch er der mit der schrecklichsten Orientierung. Und wann immer er sagte, die Gruppe geht jetzt in diese Richtung, hat sich die Gruppe prinzipiell immer verlaufen und es musste dann erstmal wieder gewürfelt werden, bis wann sich die Gruppe aus der Wildnis wieder zurückgefunden hat und auf den richtigen Weg kommt. Dann hatten wir ja noch eine Naturhexe, wir hatten eine normale Magierin, wir hatten einen elfischen Waldläufer, das war eher der langweiligste Charakter, weil der macht das, was der elfische Waldläufer immer macht.
nichts sagen und dann im Kampf, ich ziehe meinen Pfeil und schieß und jetzt benutze ich den Zauber, aber halt von der Interaktion her war der nicht ganz so witzig. Und dann hatten wir noch eine Torvalerin, also quasi so eine Art Wikinger-Amazon-Kriegerin, die sich ständig besaufen wollte, war auch ganz witzig so. Irgendwann gegen Ende des Abenteuers kamen wir dann tatsächlich mal in eine Kampfsituation. Da ist die Gruppe im Wald dann einer anderen Gruppe von Wilderern begegnet, die gerade irgendwie irgendwelche seltenen Hirsche getötet hat oder was auch immer. Jedenfalls konnten das die Naturhexe und der Waldläufer nicht stehen lassen und haben auf einen Kampf gepocht. Und so kam es dann zur Kampfsituation. Ich habe am Anfang versucht, mich noch ein bisschen mit meinem stinknormalen Streitkolben zu wehren und habe einfach versucht, nicht zu sterben. Bin irgendwann auf einen Baum geflüchtet und habe dann einfach versucht, so viel mit meinen Provokanz-Skills sozusagen möglichst viel Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, um damit die anderen es ein bisschen leichter haben mit ihren Gegnern. Und dann der Paladin mit seinem riesigen Zweihänder hat dann die meisten der Feinde einfach so gefällt. Und so funktioniert es auch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt im Kampf viel Spaß gehabt hätte, obwohl eigentlich war es schon ganz witzig, immer ständig vor den Feinden wegzurennen und alles. Und auch wenn das jetzt so klingt, als hätte ich da gleich von Anfang an richtig mitmischen können, es hat schon eine Weile gedauert, bis ich es geschafft habe, aus mir rauszugehen. Also ich war am Anfang schon eher zurückhaltend, habe eigentlich nur gesprochen, wenn ich quasi gefragt wurde. Aber als ich dann gemerkt habe, wie witzig das zugehen kann da in dieser Gruppe, bin ich dann auch ein bisschen mehr aus mir rausgekommen, habe dann auch ein bisschen mehr interagiert. Und dann wurde das noch ein echt, echt schöner Abend. Also war ein tolles Erlebnis. Kostet erstmal Überwindung, sich da richtig drauf einzulassen, weil ich habe es einfach vorher noch nicht gemacht in dem Fall. Würde ich es gerne nochmal spielen? Na, schon an sich. Kostet natürlich auch alles Zeit und man muss erstmal eine Gruppe finden und das ist halt immer so eine Sache. Es ist an sich kein Problem, gerade wenn man in einer größeren Stadt wohnt, in so einen Spieleladen zu gehen. Hier in Karlsruhe gibt es zum Beispiel einen, der ist, glaube ich, zweimal die Woche Treffen für Rollenspieler. Da kann man einfach hingehen und fragen, ob man irgendwie mitmachen kann. Das ist hier in der Spielepyramide. Einer der Verkäufer ist mein Interviewpartner in meinem Radiobeitrag. Da bin ich extra hingegangen. Das ist halt zweimal die Woche Rollenspielabend und zwei andere Tage ist Yu-Gi-Oh! Turnier. Und ich wüsste schon, an welchen Tagen ich da hingehe. Aber wirklich, so richtig Lust habe ich, glaube ich, nur drauf, wenn ich zumindest ein paar Leute kenne, am besten alle. Tja, also das zumindest zu dem kurzen Abenteuer von Halvar die Schlange. Den Charakterbogen habe ich immer noch. Für den Fall, dass ich ihn irgendwann doch mal wieder reaktivieren sollte. Also wenn ich das nochmal spielen würde, dann würde ich auf jeden Fall wieder so einen Charakter spielen, weil es macht einfach am meisten Laune. Und ich hoffe, es war zumindest für ein paar von euch ein bisschen interessant, auch mal was aus der Richtung zu hören, was so richtiges Spiel ohne Elektronik angeht. Aber weil ich weiß, dass viele Leute Spiele mit Elektronik mögen, hören wir jetzt Musik und zwar passend zum Schwarzen Auge aus dem Spiel Die Schicksalsklinge Swordforge. Thank you.
Da war dereinst ein Knabe mit einer Flöte. Er zog aus, seinen Vater zu finden, einer Prinzessin zu helfen und die Welt zu erkunden. Doch er ahnte nicht, was das Schicksal für ihn bereithalten sollte. Illusion of Time gehört zum Kader der extrem populären Spieleschmiede Quintet. Es zeichnete sich seinerzeit für seinen erwachsenen Ton und die mitunter ernsten Themen aus, wie Sklaverei und Hungersnöte in der dritten Welt. Dementsprechend schlägt auch die Musik in eine weit weniger verspielte Kerbe, als es zum Beispiel die Action-RPGs von Squaresoft aus dieser Generation taten. Die Musik schwankt hier zwischen sehr dezent und Bombast. Der Held des Spiels trägt den Namen Will. Er bereist die Welt mit seinen Schulfreunden und Wills wichtigster Besitz ist eine Flöte. Dieses Story-Element geht Hand in Hand mit Illusion of Time's Soundtrack, dessen Leitinstrument die Flöte ist. Dabei ist die Flöte, wenn man mal drauf achtet, gar nicht so oft zu hören im Laufe des Abenteuers. Trotzdem ist sie das Erste, was mir einfällt, wenn ich an die Musik von Illusion of Time denke. Der Trick, weshalb sich dieses Instrument dennoch so einprägt, ist, dass die Musikthemen der besonders markanten Stellen im Spiel jenes Blasinstrument beinhalten. Zum Beispiel besuchen Will und seine Freunde oftmals mystische Orte wie den Turm zu Babel oder die Linien in der Nazca-Wüste, wo dann eine geheimnisvolle Flötenmelodie ertönt. Die restlichen Stücke im Spiel erinnern in ihrer Art und Weise stark an Terranigma, Quintets großes Meisterwerk, das seinen geistigen Vorgänger Illusion of Time wohl für immer überschatten wird. Und das nicht ganz zu Unrecht. Besonders gefallen hat mir bei der Musik dieses Spiels die Themen der originelleren Dungeon. Die Originalität schwankt da nämlich manchmal arg. Ein gutes Beispiel ist da der Besuch der Pyramiden von Gizeh oder der chinesischen Mauer. Insgesamt ein oft übersehenes, da nicht ganz so fein geschliffenes Juwel des SNES, sowohl das Spiel als auch der Soundtrack. Hören wir nun also aus Illusion of Time das wunderbare Stück To the New World. Thank you.
Romeo, Echo, Papa, Kilo, Oscar, Rapco. Das Kinojahr neigt sich dem Ende zu. Zeit für die letzten großen Kracher. Und ich war vor kurzem im Kino. In Interstellar. Yeah. Oh, das ist ja so toll! Okay. Also jedenfalls habe ich Interstellar gesehen, das neueste Werk von Christopher Nolan, dem Regisseur der Dark Knight-Trilogie. Spätestens seit Prestige bin ich ein großer Fan von Nolans Werken, spätestens seit Inception ist er in meinen Augen einer der größten Visionäre Hollywoods. Er versteht es, anspruchsvolle Storys auf vielen Ebenen sehr gut zu erzählen und auf eine emotionale Ebene zu bringen. Umso gespannter war ich auf seinen ersten Ausflug ins Weltall. Die Story kurz zusammengefasst. Wir befinden uns in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der die Welt von Dürren und Naturkatastrophen heimgesucht und die Bevölkerung durch den Hunger dezimiert wurde. Längst ist klar, dass der Planet nicht zu retten ist und die Erdbewohner zum Überleben einen neuen Planeten suchen müssen. Im Mittelpunkt der Story steht der Farmer und Ingenieur Cooper, gespielt von Oscar-Preisträger und Brustklopfer Matthew McConaughey, der an einer Expedition durch ein Wurmloch teilnimmt. In einer Galaxie auf der anderen Seite sollen sie drei Planeten auf ihre Bewohnbarkeit untersuchen. Was sie entdecken, ist unerwartet, aber interessant. Zu viel will ich aber nicht vorwegnehmen. Was erwartet den Zuschauer? Auf jeden Fall eindrucksvolle Bilder. Wirklich eindrucksvoll. Gerade die Reise durch das Wurmloch und die Darstellung von schwarzen Löchern sind außerordentlich gelungen. Mehr als einmal habe ich gemerkt, dass mein Mund gerade offen steht. Die Musik zu den großartigen Bildern stammt von Hans Zimmer und der tut, was er am besten kann, unaufdringlich begleiten. Im Gegensatz zum Soundtrack von jetzt zum Beispiel Inception ist der Soundtrack bei Interstellar alleine nicht wirklich gut. Im Moment des Films unterstützt er aber wahnsinnig gut und verleiht den Bildern von fremden Welten eine wunderbar fremdartige Atmosphäre. Ansonsten bemüht sich Nolan um eine physikalisch möglichst präzise Darstellung, was sich vor allem bei Explosionen, Lichtreflexionen auf Planeten oder bei den Raumschiffbewegungen zeigt. Das ist jetzt seit Gravity nichts Neues mehr, verleiht aber einen authentischen Touch. Wahrscheinlich hat Nolan sowieso erstmal einen Tag lang geweint, als er Gravity gesehen hat. Die große Stärke des Films ist aber das Storytelling, vor allem in Bezug auf die Zeit. Letztere spielt nämlich eine große Rolle in der Handlung. Und während die Charaktere sehr einfältig sind, wird viel Wert darauf gesetzt, wie sich die relative Verschiebung der Zeit auf die Menschen und deren emotionalen Zustand auswirkt. Auch die Isolation im leeren, weiten Weltraum und die Ungewissheit über den Ausgang der Mission sind immer präsent und werfen eine ständige, verzweifelte und fast schon traurige Stimmung über den Film. Wie gerade das Konzept von Mehrdimensionalität umgesetzt wurde und ob es so passt, vor allem ob das Ende realistisch ist, kann ich nicht beurteilen. Über das Ende habe ich mit am meisten gegrübelt. Im Kino fand ich es noch sehr absurd und weit hergeholt. Doch je länger ich mir Gedanken gemacht habe, umso plausibler kommt es mir eigentlich vor. Und tatsächlich ist es eine gute, wenn auch in Teilen sehr vorhersehbare Auflösung des Plots. Auch renommierte Astrophysiker wie zum Beispiel Neil deGrasse Tyson haben den Film dafür gelobt, dass er anerkannte Konzepte stimmig und physikalisch korrekt darstellt. Auch diejenigen, die sich uns dreidimensionalen Wesen noch nicht zu 100% erschließen. Für mich als Laien gibt es genug Raum zum Nachdenken, Interpretieren und Diskutieren und das genügt mir. Interstellar ist ein großes, bildgewaltig inszeniertes Science-Fiction-Opus, das es schafft, den Zuschauer mit einer vielschichtigen und cleveren Story zu fesseln und erstaunen, aber auch zu unterhalten. Mit ähnlichen Genrevertretern wie 2001 oder Kontakt kann Interstellar sich gut messen. Er übertrifft beide Filme sogar in meinen Augen, wobei ich ehrlich gesagt die beiden Filme gar nicht wirklich mag. Falls ihr den Film noch nicht kennt, er lohnt sich. Auch für Nicht-Science-Fiction-Fans, die einfach nur einen sauber inszenierten Abenteuerfilm in tollen Bildern sehr schätzen. Für mich war es zum Ende des Kinojahres nochmal ein wahrer Kracher, auf den sich das Warten wirklich gelohnt hat. Von der Erforschung des Weltraums gehen wir nun zum Kreuzzug durch den Weltraum. Musik aus Space Crusade. We'll be right back.
Ninja Turtles 3. Ja, ein schwieriges Thema. Es ist ja so, kürzlich kam ja erst ein neuer Turtles-Film in die Kinos. Und wenn man sich davon mal so ein paar Reviews angesehen hat, die im Internet rumschwirrten, dann war eine der häufigsten Aussagen entweder, der Film war nicht so schlecht wie Ninja Turtles 3, oder endlich gibt es einen Film, der schlechter ist als Ninja Turtles 3, je nachdem, auf welcher Seite vom Zaun man steht. Jedenfalls wird dabei immer ausgedrückt, Ninja Turtles 3 wäre ein so ach so schrecklicher Film. Das Ganze wurde natürlich noch ein bisschen weiter überspitzt durch die schon etwas ältere Review des Angry Video Game Nerd, der den Film auch schon mal behandelt hat und wirklich im Detail auseinanderriss. Doug Walker, alias der Nostalgia-Critic, hat sich auch schon mal eher negativ dazu geäußert. Kurzum, der Film hat keinen besonders guten Ruf. Ich möchte das Ganze jetzt gerne ein bisschen ins rechte Licht rücken, würde ich mal fast sagen. Denn irgendwie habe ich immer den Eindruck, dass bei all den negativen und durchaus legitimen Punkten, die dabei genannt werden, die guten Sachen dabei übersehen werden. Und der Film hat durchaus gute Punkte. Und diese guten Punkte, die möchte ich heute ansprechen. Für alle, die nicht wissen, worum es in dem Film eigentlich geht, also die Ninja Turtles werden samt April O'Neil in die Vergangenheit befördert. Und zwar nicht einfach irgendwie in die Vergangenheit, sondern ins antike Japan, wo sie dann dort quasi gegen einen bösen Samurai-Herrscher kämpfen, der sich verbündet hat mit einem noch viel böseren Europäer, der den zurückgebliebenen Japanern Waffen verkauft, also Kanonen und solchen Kram. Das nur so als die grobe Rahmenhandlung. Das Ziel der Turtles ist natürlich, die Bösewichte zu besiegen und dann irgendwie einen Weg zurück in ihre eigene Zeit zu finden. Im Wesentlichen gibt es drei große Kritikpunkte, wenn man über diesen Film redet, beziehungsweise Kritikpunkte, die man immer wieder hört, die sich oftmals decken. Nummer eins ist, die Kostüme wären wesentlich hässlicher als in den ersten beiden Teilen. Und ja, das stimmt. Das hat aber auch ein kleineres Budget gehabt und Jim Henson hat nicht mehr die Kostüme gemacht. Was will man machen? Die Kostüme sehen halt hässlicher aus. Okay, das mag sein. Zweitens, der Humor wäre so dämlich. Auch da muss man sagen, im Vergleich zu den ersten beiden Teilen, ja, ist der Humor dümmer geworden. Andererseits sind die Witze in diesem Film auch nicht bescheuerter als das, was man zu der Zeit in der TV-Serie gesehen hat. Einfach um das auch mal ein bisschen zeitlich ins rechte Licht zu rücken. Es ist nicht so, als wären die Turtles schon immer High Comedy gewesen. Drittens, die Bösewichte sollen langweilig sein und noch schlimmer, sie stammen nicht aus der Cartoon-Serie. Wuppdido, ist mir egal, solange der Rest der Handlung stimmt. Ich meine, ich hätte mir auch lieber Baxter Stockman gewünscht, das ist richtig. Allerdings ist das jetzt kein so großer Kritikpunkt für mich. Es muss nicht immer alles aus der Serie sein. Der beste Charakter aus diesen drei Filmen, Tatsu, war auch nicht in der Serie. Nur um das mal so, erstmal drüber nachdenken, ja. Und nun sage ich euch, was ich an diesem Film gut finde. Erstens, der Settingwechsel nach Japan. Das, was viele Leute auch kritisieren, ist, dass es so ungewöhnlich für Turtles ist, dass das Ganze nicht in New York oder im Weltall oder sonst wo stattfindet, wo die Turtles sich gerne rumtreiben, sondern im antiken Japan. Ich finde das unfassbar erfrischend. Einfach mal zurückdenken, zu diesem Zeitpunkt gab es schon wie viele Ninja Turtles Staffeln im Fernsehen? Die vierte Staffel oder sowas? Dazu diese zwei Kinofilme, dazu die Comics, die es damals gab. Was meint ihr, wie ermüdend es ist, immer nur das gleiche New York und Kanalisationssetting zu haben? Es ist so schön, dass die Turtles einfach mal irgendwo anders hingehen und auch, dass die sozialen Strukturen dort so ganz anders sind als eben im New York der Gegenwart. Dass sie auch den Umgang mit Menschen ganz anders pflegen. Es ist einfach mal neu und es ist anders. Und ich schätze anders. Ob das nun sich immer auszahlt, ist eine andere Sache. Aber ich weiß den Versuch schon mal zu schätzen. Und das führt mich zu meinem zweiten positiven Punkt des Films. Wir sehen jeden der Turtles mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. Mit Ausnahme von Leonardo, weil Leonardo hat halt quasi keinen Charakter in dem Sinne. Er ist halt der gute Anführer. Bei dem macht das nicht viel aus. Zum Beispiel Donatello ist dafür verantwortlich, einen Weg zurück in die Gegenwart zu finden. Das heißt, er muss quasi die Zeitmaschine, in diesem Fall ist es ein Zeitzepter, reparieren. Nun ist Donatello ein Wissenschaftler, der sich nun nicht unbedingt mit antiker Magie auskennt. Noch dazu hat er keinerlei Technologie zur Verfügung, die ihm dabei helfen könnte. Also muss er sich mit dem japanischen Schmied eines kleinen Dorfes verbünden, um das Zeitzepter zu reparieren. Ein anderer Punkt, Michelangelo bekommt Liebeskummer. Das ist ein Punkt, der in den anderen beiden Filmen nur angerissen wird. Also es wird offensichtlich, ja, die Turtles hätten gerne ein bisschen was mit April, aber das Problem ist, sie sind Schildkröten. Das heißt, das passiert nicht. Aber es sind Schildkröten, die den Verstand eines Menschen haben. Das heißt, sie sind quasi von ihrer, nun, sexuellen Ausrichtung auf Menschen geprägt.
Michelangelo verliebt sich in eine hübsche kleine Japanerin, aber die ist leider schon vergeben und er kann halt nichts dagegen tun. Auch mal ein neues Dilemma. Das Beste ist eigentlich, Raphael, natürlich Raphael bekommt wieder die extra Wurst. Raphael freundet sich mit den Kindern des Dorfes an, in dem die Turtles sind. Aber keinesfalls auf die kitschige Art und Weise, sondern eben die Kinder einer Zeit, in denen es noch was anderes bedeutet, ein Kind zu sein, als wir es heute verstehen. Und zwar befindet sich Japan zu diesem Zeit im Bürgerkrieg und das heißt, die Kinder werden darauf getrimmt, später Soldaten zu werden. Das heißt, alles, was die Kinder spielen, ist Kämpfen und Krieg und sowas. Und Raphael bringt ihnen halt bei, wie man Drachen steigen lässt und eben mehr und ihn versucht und einfach versucht, dass sie mehr Kinder sein können. Und es ist gerade schön, dass es Raphael ist, der das tut, weil er ja immer dieser Aggressive ist und jetzt sieht, wie diese Kinder, die ein ähnliches Aggressionspotenzial haben, aufwachsen und versucht, was dagegen zu tun. Das ist eigentlich auch mal eine schöne Sache und einfach auch ein schöner kleiner Twist für den Charakter. Das geht natürlich nicht unglaublich in die Tiefe, aber das erwarte ich von dem Turtles-Film auch nicht. Es ist aber schön, dass jeder der Brüder was zu tun bekommt, bis auf Leonardo, der ist halt gut im Reiten. Das erfahren wir im Wesentlichen über Leonardo in diesem Film. Ein Charakter, der bei der Betrachtung dieses Films gerne mal vergessen wird, ist Casey Jones. Casey hat den zweiten Teil der Trilogie ausgesetzt, taucht jetzt hier wieder auf. Und das, was ich an Caseys Rolle in diesem Film mag, ist, dass er mal eine andere Funktion hat, als Aprils Freund zu sein. Wir erinnern uns mal an die Cartoon-Serie. Casey Jones ist ein Charakter, der maximal einmal pro Staffel auftaucht und irgendwie Sachen kaputt haut. Das war alles, was er dort ist. Es ist eben interessant zu sehen, wie er in den Filmen, seien es nun diese drei Filme oder sei es der Film von 2007 oder sei es die TV-Serie von 2003, diese Mini-Rolle von Casey Jones wird in diesen Filmen und in diesen neueren Serien immer dadurch aufgeblasen, dass er eben der Einzige ist, der quasi die Liebesbeziehung für April sein kann, weil April ist ein wahrer Hauptcharakter. Und weil wir natürlich Frauen nur darüber definieren können, was sie für ein Verhältnis mit Männern haben, muss Casey jedes Mal herhalten. Und gerade bei der 2003er-Serie, die ich so schätze, viel zu viel Casey Jones für meinen Geschmack. Viel zu viel. Und in diesem Film ist es nicht so. Da geht es überhaupt nicht um die Beziehung der beiden, sondern Casey hat die Rolle, bei Splinter zu bleiben und ihn zu beschützen, falls irgendwas sein sollte, während die Turtles in der Vergangenheit sind und dort versuchen, April zu retten. Und der letzte positive Punkt an Ninja Turtles 3, den ich aufführen möchte, ist das Dilemma der Turtles am Ende des Films. Und zwar endet der Film damit, dass die Turtles nun eine Chance haben, wieder in ihre eigene Zeit zurückzukehren und sich plötzlich bei einigen von ihnen die Frage auftut, wollen wir überhaupt zurück? Und ich finde, das ist ein sehr berechtigter Einwand. Über die Laufzeit des Films haben sich die Turtles den Respekt der Einheimischen verdient. Sie werden als Helden verehrt, die den Bürgerkrieg beendet haben und all das. Und nun sollen sie wieder in ein Leben zurückkehren, wo sie sich vor den Menschen verstecken müssen? Ich kann schon verstehen, warum sie da nicht so scharf drauf sind. Und jeder von ihnen hat auch seinen eigenen Grund, warum er das nicht möchte. Und es gibt dann wirklich sehr schöne Stelle, wo April zu den Turtles sagt, wir können nicht hier bleiben, hier ist nicht unser Zuhause. Und ich glaube, Raphael ist es, der richtigerweise zu ihr sagt, dein Zuhause ist ein hübsches Apartment, mein Zuhause ist ein Abwasserkanal. Das ist eigentlich eine starke Stelle und er hat absolut recht. Raphael und Michelangelo, bei denen ist es zum Beispiel so, dass die komplett dagegen sind, zurückzukehren, die sich quasi schon dazu entschieden haben, nein, wir kommen nicht mit. Was natürlich auch daran liegt, Michelangelo ist der sozialste der vier Turtles und er kann endlich mit vielen Leuten interagieren und nicht nur mit seinen eigenen Brüdern und er hat Menschen, die ihn schätzen, genauso wie Raphael. Raphael geht es auch viel um Wertschätzung für seine Taten, die er in seiner Zeit niemals bekommen wird. Dort kann er unter freiem Himmel rumlaufen und die Leute wissen zu schätzen, dass er sie beschützt. Das sind alles so Faktoren, von denen ich denke, Ninja Turtles 3 ist bei weitem nicht so ein schlechter Film, wie er gerne gemacht wird. Er ist sicherlich der schwächste Film der drei Teile, aber bei weitem kein Totalausfall. Jo, und wie leite ich jetzt auf die Musik über? Wir hören jetzt ein Lied aus Pokémon Blau, weil da ist nämlich eine Schildkröte auf dem Cover. Und warum ausgerechnet Pokémon Blau? Weil das ist die beste Edition forever, weil die hat nämlich Magma. Route 4, Lied ab. Thank you.
Das Jahr neigt sich dem Ende und so auch diese Ausgabe von Radio Zockerbude. Nun, eine der Fragen, die ich dieses Jahr relativ oft gehört habe, ist, was halte ich denn von den Baldur's Gate Enhanced Editionen, sowohl Teil 1 als auch 2. Nun, zu Teil 1 habe ich ja schon mal ein Video gemacht, einen recht umfangreichen Exkurs, in dem ich die gröbsten Unterschiede zwischen beiden Editionen aufzähle. Zu diesem Zeitpunkt habe ich nur die Enhanced Edition des ersten Teils gespielt, was vor allem daran lag, dass der erste Teil komplett in Deutsch war, also auch mit Sprachsamples und allem drum und dran, und Teil 2 gibt's nur auf Englisch. Nun, nachdem ich aber dann Baldur's Gate 1 Enhanced Edition gespielt hatte, hatte ich einfach unglaublich Bock, doch mal den zweiten Teil zu spielen, auch wenn er auf Englisch war, und kann nun dazu auch meinen Senf abgeben. Und es ist tatsächlich so, wie ich es damals bei meinem ersten Video zu dem Thema in die Beschreibung schrob, dass ich nicht glaube, dass die Enhanced Edition von Baldur's Gate 2 genügend neues Material liefert, um daraus ein eigenes Video zu machen oder dass es tatsächlich ein eigenes Video wert wäre. Und wer hätte das gedacht? Es ist tatsächlich so. Bei Baldur's Gate 1 gab es die wesentlichen großen Änderungen, die eines Videos würdig waren. Bei Teil 2 sind es eher kleinere Sachen und die will ich jetzt aufzählen. Es ist echt ein bisschen schade, dass es die Enhanced Edition von Teil 2 noch nicht auf Deutsch gibt. Ich höre immer wieder Gerüchte, dass es bald kommen soll, aber ich glaube es erst, wenn ich sehe. Mir ist nämlich echt aufgefallen, als ich die englische Version gespielt habe, wie viel besser die deutsche Synchronstimme von Johnny Renikus ist. Deutlich arroganter, deutlich aggressiver. Die englische Stimme ist bei weitem nicht schlecht, aber sie kommt um Länge nicht an die deutsche ran. Das verkehrt sich leider dann ins Gegenteil, wenn wir in der Erweiterung sind, Thron des Baal, und dort Melissan begegnen. Die ist klar auf Englisch die bessere Sprecherin, da deutlich aggressiver, deutlich bösartiger, sobald sie sich dann eben enthüllt hat später. Was mir zuallererst aufgefallen ist, es gibt neue Zwischensequenzen. Also nicht, dass die alten neu gemacht werden, sondern es gibt neue Gebiete, die man finden kann. Und diese neuen Gebiete haben sogar eigene kleine Intro-Filmchen. Während, wenn wir uns mal an die Enhanced Edition von Teil 1 erinnern, dort sogar Zwischensequenzen rausgeschnitten wurden. Das ist hier quasi der umgekehrte Fall. Alles an den alten Videos bleibt drin, plus es kommen noch ein paar neue dazu. Die ganzen Nebengeschichten aus Teil 1, die neuen Charaktere bringen, ich habe ja aufgezählt, es gibt drei neue Charaktere in der Enhanced Edition von Baldur's Gate 1. Rasat der Mönch, Nira die Magierin und Dorn der Halborg. Diese drei tauchen auch wieder in Teil 2 auf und ihre Geschichten, die man in Teil 1 angefangen hat, werden hier weitererzählt. Plus, es kommt noch ein neuer NPC dazu, Baldur's Gate 2 exklusiv dann, und zwar ist das eine Vampirin. Und mit der konnte ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Ich hatte die kurzzeitig mal in meiner Gruppe, weil ich habe mir gedacht, hey, es ist sehr sinnvoll, was die für eine Charakterklasse hat, denn dieser neue Charakter ist eine Diebin und es mangelt in Baldur's Gate 2 leider an guten Dieben. Das Problem war nur, sie ist ein Vampir und dieses zusätzliche Gemanage, was man mit Vampiren machen muss, wegen Sonnenlicht und allem drum und dran, hatte ich einfach keine Lust drauf. Sie hat zwar einen Gegenstand, die sie vor den Einwirkungen der Sonne schützt, allerdings zieht das dann wiederum Werte ab. Das heißt, das ist dann ein Gegenstand, wenn man in Dungeons geht, muss man diesen Gegenstand dann ausziehen, damit die Werte wieder höher sind, und sobald man den Dungeon verlässt, wieder anlegen. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Ganz einfach. Vampire sind meh. Muss ich nicht haben. Stattdessen habe ich mir wieder Rasat und Nira geholt und habe mit den beiden das Spiel durchgespielt, plus halt noch ein paar von den älteren Charakteren. Weil kein Baldur's Gate 2 Spiel ohne Viconia, das sollte klar sein. Was das betrifft, ich hatte ja wie gesagt Nira und Viconia in der Gruppe, und mit Nira kann man als Mann eine Romanze haben. Es wird ähnlich gemanagt, wie man es auch schon bei den ganzen alten Charakteren hatte, wenn man dort zum Beispiel Arie und Viconia in der Gruppe hat, dass die beiden anfangen, sich irgendwann anzuzicken, weil man kann leider nicht zweigleisig fahren in dem Spiel, sondern man muss sich irgendwann für eine von den beiden entscheiden. Und so war es auch in diesem Fall. Und hier habe ich mich zum allerersten Mal bei diesen ganzen Romanzen mal für, nicht für Viconia, sondern für Nira entschieden, einfach nur aus Neugier. Weil die Viconia-Romanze habe ich schon so oft gespielt, die brauchte ich jetzt nicht nochmal. Mich hat eher interessiert, was der neue Charakter in dem Fall so zu bieten hat. Und ich muss sagen, die neue Romanze war wirklich gut geschrieben. Allgemein ist das, fühlt sich diese ganze Romanze sehr authentisch und sehr echt an. Und sie passt sehr gut in dieses Spiel, weil die Romanzen in Baldur's Gate 2 sind so geschrieben, wenn du es übereilst und zu schnell zur Sache kommen willst, dann wirst du sehr schnell auf Widerstand treffen da und kannst die Romanze versauen, weil man kann diese Romanzen auch quasi in den Sand setzen, wenn man die falschen Antworten gibt. Das heißt, man muss es am Anfang ruhig ein bisschen ruhiger angehen lassen, was das angeht, und nicht sofort irgendwelche Anspielungen machen.
Und zumindest was Nira angeht, gab es später bei der Begegnung mit Bodhi, eine der Hauptbösewichtinnen in diesem Spiel, gab es einen netten kleinen Twist, weil normalerweise ist in Baldur's Gate 2 so, wenn du eine Romanze mit einer der Charaktere hast und die hat einen bestimmten Punkt erreicht und du gehst dann zur finalen Begegnung gegen Bodhi, dann passiert mit dieser Figur, mit deiner Romanze etwas. Das findet hier auch statt. Allerdings hat es, was Nira betrifft, einen kleinen Twist und das fand ich ganz nett. Das fand ich eine sehr gute Idee. Und wo ich gerade bei Interaktionen von neuen Charakteren mit alten Charakteren bin, ich hatte ja auch Rassad in der Gruppe. Rassad ist ein Mönch der Göttin der Sonne und ist damit sozusagen der natürliche Feind von Vikonia, einer Priesterin von Shah. Also quasi einer Priesterin der Göttin der Nacht. Und somit dachte ich, gäbe es da doch ein bisschen Konflikt, weil Baldur's Gate ist ja bekannt dafür, dass Charaktere, die sich nicht ausstehen können, früher oder später gegeneinander Sturm laufen. Darauf habe ich eigentlich die ganze Zeit bei Baldur's Gate 1 noch gewartet. Da hatte ich auch beide in der Gruppe. Dort wurde es immer mal wieder angedeutet. Es gab quasi kleinere Zickereien zwischen den beiden, aber es kam zu nichts Gröberem. Bei Baldur's Gate 2 im Endeffekt genauso, also Vikonia mischt sich in fast jedes Gespräch von Rassad mit ein und gibt ihren Senf dazu, wenn man beide in der Gruppe hat. Aber es kommt nicht zu einer offenen Feindschaft, die beiden gehen sich quasi innerhalb der Gruppe aus dem Weg einfach. Wenn man dann aber irgendwann beim Thron des Baal angekommen ist, also in der Add-on, da sieht es dann schon anders aus, weil dort legt man sich auf jeden Fall mit einer größeren Gruppe von Schar-Priestern an und das kann Vikonia nicht unbedingt mit ihrer Religion vereinbaren, gegen ihre eigenen Leute zu kämpfen. Was dabei passiert ist, und ich fürchte, das ist ein Bug, also nicht, dass mich diese Art von Bug gestört hätte, das war eigentlich einer von den guten, sie spricht es nicht von sich aus an. Es ist so, man kann seine eigenen Charaktere auch von sich aus ansprechen, meistens reagieren nicht darauf großartig. Aber in diesem Fall war es so, wenn ich diese Sidequest gemacht habe mit Rassad, wo es um diesen Angriff auf diese Schar-Leute ging, wenn ich dann Vikonia angesprochen habe, hat sie mir gesagt, dass sie hier nicht länger mitmachen kann und ich muss mich jetzt entscheiden, ob Rassad die Gruppe verlässt oder Vikonia. Allerdings hatte ich vorher noch einen Spielstand, das heißt, ich habe den einfach neu geladen und habe von da an einfach nicht mehr Vikonia von mir aus angesprochen. Und so blieben wir beide in der Gruppe erhalten. Ich vermute, dass dieser Dialog automatisch hätte gestartet werden sollen, aber es passierte einfach nicht. Was allerdings sehr gut war, weil Vikonia war eine der nützlichsten Figuren für mich schon zu diesem Zeitpunkt. Sie ist allgemein eine der nützlichsten Figuren, aber gerade wenn es dann um die höheren Level geht und sie diese ganzen hochstufigen Priesterzauber hat, da möchte man sie dann nicht mehr missen. Diese Sidequests, von denen ich gerade sprach, also zum Beispiel dieser Kampf gegen die Leute von Shah oder was Nira angeht, Nira hat eine Nebenquest, bei der sie von den roten Magiern aus Tai gejagt wird, das heißt, man muss dort oft gegen Zauberer kämpfen. Beide diese Dinge sind echt schwer. Deutlich schwerer als viele anderen Sidequests im Spiel und man muss wirklich wissen, was man tut und muss sein Gameplay ziemlich gut kennen, um diese beiden Sachen zu schaffen. Speziell, wenn man später in der Add-on ist und beide Sidequests zu einem Ende kommen und man auf diese Finale, auf die Enden der beiden Sidequests hinsteuert mit den großen Endkämpfen jeweils und die sind echt hammerhart. Habe ich lange dran gesessen, die zu knacken. Ein letzter Punkt, über den ich noch sprechen möchte, sind Bugs. Ich habe es eben schon mal angesprochen, ich hatte diesen einen Bug von wegen Vikonia redet nicht von sich aus, was nicht schlimm war. Und hier sind, in Baldur's Gate 2 sind mir wesentlich mehr Bugs begegnet als in Teil 1. In Teil 1 hatte ich nur einen Bug und der ist mir relativ spät erst aufgefallen und zwar Multiplayer, weil ich derzeit gelegentlich mit Repko Baldur's Gate 1 über Internet spiele. Und im Multiplayer war es so, dass manche der Gegenstände, die man findet, plötzlich doppelt auftauchen. Irgendwie komisch. Also auch kein wirklicher Nachteil für den Spieler, aber es haut das Balancing leider ein bisschen raus, weil viele gerade der mächtigeren Gegenstände, wenn man die doppelt hat, das vereinfacht das Spiel schon deutlich. Okay, hier eine Liste der Bugs, die ich in Baldur's Gate 2 Enhanced Edition hatte, sowohl Hauptspiel bzw. auch Thron des Baal. Thron des Baal hatte deutlich mehr Bugs. Zuerst einmal hatte ich den Sarivok-Bug. Das bedeutet, also Sarivok kann sich ja anschließen in der Add-on. Und die Dialoge mit ihm führen dazu, dass man ihn irgendwann zum Guten bekehren kann, was ich einen schönen, interessanten Aspekt finde, den ich eigentlich immer wieder gerne mache, weil ich meistens eine gute Gruppe spiele. Und Sarevok ist eigentlich der beste Kämpfer im gesamten Spiel. Also so auf Augenhöhe mit Korgan, vielleicht sogar ein bisschen besser. Das Problem ist, dass seine Dialoge nicht starten wollten.
Und hier hat es auch leider nicht geholfen, ihn anzusprechen. Von mir aus, da kam nichts. Ich habe das dann durch Konsolen-Cheats gelöst. Also es gibt einen Cheat, wo man in die Kommandozeile kommt und wenn man dann eine bestimmte Tastenkombination eingibt, dann kann man quasi die verschiedenen Zufallsdialoge, die hin und wieder starten, manuell auslösen, ohne dass die automatisch kommen. Weil automatisch kamen diese Dialoge leider bei mir nicht in diesem Fall. Und dadurch konnte ich das so beheben, dass Sarebok dann doch irgendwann mit mir gesprochen hat, weil ich ihn durch Cheats dazu gezwungen habe. Das ist eine Lösung, aber das sollte man eigentlich patchen können. Vor allem, wenn ich mich dran erinnere, dass das eigentlich einer der alten Bugs war. Also ich habe ja noch die CD-Versionen bzw. DVD-Versionen von Baldur's Gate 2. Und ich kann mich erinnern, dass wenn man damals das Spiel nicht gepatcht hatte, dann konnte man diesen Bug auch bekommen. Also es gab mehrere Dialog-Bugs in der Originalversion, die später rausgepatcht wurden. Das heißt, die Enhanced Edition hat Bugs, die damals gepatcht wurden. Also die haben diesen neuen Patch anscheinend nicht. Ist irgendwie seltsam. Also ich hoffe, dass das noch irgendwann gelöst wird. Das zweite war ein Bug mit Cespina. Cespina, das ist dieses kleine Teufelchen, was in Thron des Baal auftaucht und bei dem man seine Ausrüstung upgraden kann. Also für bestimmte Ausrüstungsgegenstände, wenn man dann andere Materialien findet, dann kann man die kombinieren zu besserer Ausrüstung. Mit Cespina spricht man dann und dann der guckt dann quasi das Inventar durch, was man hat, was zusammenpassen könnte. Und es gibt zum Beispiel einen neuen Gegenstand in der Enhanced Edition, den Cespina machen kann, und das ist eine Schattenrüstung, weil man auch in der Enhanced Edition einem neuen Drachen begegnen kann, einem Schattendrachen, und aus dessen Schuppen kann man dann eine Rüstung von Cespina schmieden lassen. Das Problem ist, wenn man das gemacht hat, kann man Cespina nicht mehr ansprechen. Gar nicht mehr. Er redet nicht mehr von sich aus mit einem und man kann ihn noch nicht ansprechen. Was sehr, sehr lästig ist, weil jetzt kann ich diese ganzen anderen Gegenstände, die ich habe, nicht mehr verbessern lassen. Und hier haben auch keine Cheats geholfen in dem Fall. Das Problem, was das war, dass ich habe mich dann da ein bisschen schlau gemacht, was das betrifft. Und zwar, wenn man mit Cespina gesprochen hat, dann wird intern eine Variable hochgeschaltet, dass er nicht quasi seinen ersten Dialog, den man mit ihm hat, wo er sich vorstellt, dass der immer wieder von Neuem kommt, sondern dass ab dann neue Dialoge kommen und er einen ganz normal begrüßt und dann man eben dieses ganze dieses Item-Upgrade-Zeug machen kann. Das heißt, Cespina fängt meinetwegen an mit der Variable 0 und setzt sich dann auf 1, wenn man das erste Mal mit ihm gesprochen hat. Dieser neue Gegenstand, dummerweise, beeinflusst diese Cespina-Variable. Und zwar fügt er dem Ganzen leider einen Vorzeichenfehler zu, habe ich dann gelesen. Und zwar setzt er die Cespina-Variable von 2, also statt sie auf 2 zu setzen, setzt er sie auf minus 2. Und das bedeutet, dass Cespina nicht mehr mit einem redet, weil er diese Variable nicht kennt. Sehr ärgerlich. Da in dem Fall, das konnte ich auch lösen, und zwar durch einen Savegame-Editor, den Shadowkeeper. Das ist ein sehr altes Programm, was es schon damals zu Urzeiten von Baldur's Gate gab, mit dem man die Spielstände beeinflussen kann. Und jetzt seit der Enhanced Edition gibt es auch eine neue Version vom Shadowkeeper. Das ist, glaube ich, jetzt der Enhanced Keeper oder sowas. Und damit kann man nun auch die Spielstände der Enhanced Edition neu beeinflussen. Und da sucht man sich dann die Variable ItemMaker raus, das ist die Variable von Cespina, und setzt sie dann von Hand auf die 2 statt auf minus 2. Und dann funktioniert Cespina auch wieder. Ein weiterer Bug, den ich hatte, der das Ganze für mich leichter gemacht hat, war mit Balthasar. Balthasar ist einer der großen Endgegnerkämpfe in Baldur's Gate 2, Thron des Baal, also in der Erweiterung. Und zwar hat er einfach nicht auf feindlich geschaltet. Also man begegnet ihm dann irgendwann, beziehungsweise man stellt ihn irgendwann, und hat dann noch einen längeren Dialog mit ihm und dann schalten er und all seine Spießgesellen auf feindlich und es gibt diesen großen Endkampf. Das fand bei mir einfach nicht statt. Ich habe den Dialog mit Balthasar gehabt und dann stand er einfach nur da und nichts passierte. Was dann kam, war ein kleines Massaker. Ich habe ihn einfach manuell angegriffen, weil es musste ja irgendwie weitergehen. Und selbst dann hat er sich geweigert, auf feindlich zu schalten. Das heißt, ich habe einen der härtesten Endgegner des Spiels ohne Gegenwehr einfach niedergeprügelt, samt seinem Gefolge. Und wie ich eben schon erwähnt habe, ich habe ein paar dieser Bugs recherchiert und nach Lösungen gesucht. Das heißt, ich bin nicht der Einzige, der die hatte. Lag also nicht irgendwie nur daran, dass bei mir irgendwie das Spiel fehlerhaft installiert war oder sowas. Ich gehe davon aus, dass es noch irgendwann behoben wird. Es hat ja eine recht aktive Community, dieses Spiel. Aber trotzdem sind das so Sachen, die müssen nicht sein. Es sind alles nur kleinere Bugs und die machen das Spiel nicht unspielbar. Aber sie sind doch irgendwie ärgerlich.
Trotzdem kann ich auch die Enhanced Edition von Baldur's Gate 2 empfehlen, einfach weil das Spiel an sich fantastisch ist und die neuen Inhalte lohnen sich durchaus. Also gerade die neuen Charaktere machen schon was her und die Sidequests, die sie mitbringen, sind recht umfangreich. Das heißt, es ist nicht einfach nur, wir stellen eine neue Figur hin und mit der kannst du jetzt spielen, sondern die bringen eigene Persönlichkeit, eigene Biografie, eigene Aufgaben mit sich. Und noch eine Sache, weil ich weiß, dass diese Frage aufkommen wird. Ja, ich habe mitbekommen, es gibt jetzt auch eine Enhanced Edition von Icewind Dale. Gut, dazu werde ich mich bestimmt auch irgendwann mal äußern. Das Problem ist, ich habe sie bis jetzt noch nicht gespielt, weil ich mir das nicht zum Vollpreis kaufen werde. Weil die gibt's auf Steam und jeder, der schon länger Steam benutzt, weiß, irgendwann werden alle Spiele ziemlich billig dort. Spätestens, wenn es den nächsten Christmas Sale gibt oder sowas. Und wenn ich irgendwann mal die Edition gespielt haben sollte, dann sage ich auch was dazu. Bis dahin braucht ihr da nicht nochmal nachfragen. Icewind Dale werde ich auf jeden Fall gerne nochmal spielen, und zwar, wenn es dann irgendwann billig genug ist. Und um diese Sendung jetzt abzuschließen, möchte ich einerseits die Kälte von Icewind Dale betonen, als auch euch in den Dezember verabschieden, einen kalten, aber sehr gemütlichen Monat. Und deswegen sollte es Musik aus einem Eislevel sein. Und zwar hören wir jetzt aus Super Ghouls and Ghosts für das Super Nintendo die Ice Mountain Symphony, und zwar als Remix von Mac Waffe, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, und zwar ist das ein Komponist von OC Remix. Toller Remix, viel Spaß damit und wir hören uns im neuen Jahr. Bis dann!